Willkommen, liebe Freunde, zu einem nagelneuen One-on-One und dieses Mal in Sonic Generations gegen den werten Herrn Mania. Das ist M-A-I-N-I-A. Falsch geschrieben, bitte. Dankeschön. Hallo. Richtig geil. Hallo. Richtig geil. Weil Sonic. Das ist Main Account. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Es wird nicht so eine Katastrophe wie letztes Mal, versprochen. Aber ich hab Bock. Ich hab Schau Bock. Mal, Ricky, ich hab gerade keine Musik im Hintergrund, deswegen würde ich sagen, ich auch nicht. Neues Spiel, gib ihm, ne? In 3, 2, 1, jetzt. Okay, und willst du vor dir fahren? Ja. Okay, go. Ja. Oh, ich hab Bock. Ich werde gewinnen. So. Also, weiß ich nicht, ob du gewinnst. Es ist halt Sonic-Spiel. Ja, das stimmt. Du hast den Vorteil, dass ich einen Controller habe, den ich noch nie benutzt habe und ich war nicht weiß, ob meine Settings so passen. Welchen benutzt du denn, Fanta? Ich benutze den Wii U, wollte ich schon sagen, den Switch Pro Controller. Ach du Scheiße, sowas gibt's? Ja, ganz genau, ach du Scheiße. Das denke ich mir nämlich auch. Frage, oder bestimmt fragen sich viele, die vielleicht One-on-One noch nicht so kennen, was machen wir denn hier, Wollo? Was machen wir denn hier? Du glaubst also wenig, dass jemand Neues hier hinkommt und One-on-One findet? Ja. Der Ricky, deswegen ist er so berühmt geworden, ne? Weil er so witzig ist. Positiv, denke ich. Ist ein richtig, richtig lustiger Vogel. Wahnsinn, da habe ich mir den richtigen für ausgesucht. One-on-One, ihr erkennt es eventuell schon. Ihr seht gerade zwei verschiedene Bildschirme, auf denen aber einigermaßen das Gleiche läuft. So nach dem Motto, was soll das denn? Ich sehe das Spiel doch schon einmal. Was ist das für ein scheiß Let's Play? Richtig, was ist das denn hier? Das Schilder werden gar nicht vorgelesen. Wo ist die Katze? Alles dem gar nichts. Die Katze kam auch gar nicht, ne? Also die kommt wahrscheinlich noch. Nee, die kommt erst noch. Machen wir das eigentlich gleich mit den Katzen? Nee, die drücken alle weg, oder? Sofern es geht. Sofern es geht, werden die weggedrückt. Okay, gut. Also, das hier ist ein Wettrennen, ein sogenanntes Wettrennen in einem Videospiel, Fuck. In einem sogenannten Videospiel. Das heißt nicht, dass es ein gutes Videospiel sein muss, ne, aber es ist halt ein Spiel. Und wir versuchen, das Spiel möglichst schnell geschafft. Durchzuspielen. Wir sind ja keine Speedrunner in dem Spiel. Nee, richtig. Und ja, casual-mäßiges Race. Und am Ende gewinne halt ich. So, und dann ist gut. Okay. Ich habe das S-Level schon durch. Ich nicht. Du nicht? Nee, ich lass mir Zeit. Ja, dann hast du dir Zeit. Das ist ein Marathon, Regie. Das ist ein Marathon, ja, das stimmt. Ja, und wie lange machen wir die Parts eigentlich, Wollo? Darüber haben wir uns gar keine Gedanken gemacht, oder? 20 Minuten? Wir haben uns noch gar keine Gedanken. Wir haben uns doch gerade erst so überlegt, wie laden wir es eigentlich hoch und machen wir überhaupt. Wollo und Regie halt. Ne? Das ist halt so. Was? Das ist halt Wollo und Regie. Mono und Ricky, die machen einfach. Wir machen einfach. Wir machen einfach einen geilen Content. Das ist der Content, den man sich wünscht von früher. So, ne? Das richtig, ist genau. Style. Das ist wieder Oldschool-Style. Einfach machen. Einfach mal machen. Nee, ich würde sagen, 20 Minuten, finde ich, ist gut, oder? 20 Minuten klingt fair? 20 Minuten klingt fair, klingt vernünftig, klingt richtig. Gut, alles klar. Also keine Ricky Mania 10-Minuten-Parts. Muss ich da jetzt rein? Wo bist du denn, wenn ich fahren darf? Also ich habe jetzt das Level. Achso, nee, das ist ja jetzt der Future Sonic, okay. Genau, du bist jetzt. Ich dachte gerade, ich hätte immer noch den ja, nun, Classic Sonic. Es kam ja jetzt quasi gerade die Cutscene, wo er den Hotdog in die Luft wirft. Ja, genau. Hotdog, das nimmst du bitte zurück. Das ist ein Chili Dog, Entschuldigung. Das ist natürlich ein Chili Dog. Entschuldigung. Kenne bitte. Deine Sonic Lore. Ja, ich bin doch der Sonic Mann. Meint man? Eigentlich meint man, ich bin der Sonic Mann, oder? Also, der Sonic-Mann innerhalb der Gruppe. Innerhalb der Gruppe war ich, also innerhalb der Rasselbande, ja. Wie auch gerne genannt wird, war ich immer der Sonic-Mann. So der Welt war, also der deutschlandweite Sonic-Mann bis jetzt nicht. Nee, das stimmt. Da bin ich nicht unbedingt für bekannt. Aber ich mag Sonic. Und Sonic ist eigentlich ganz cool. Und Sonic Race ist ja auch nun wirklich ein gutes Spiel. Sonst hättest du ja nicht dreimal Let's Play schon. Hab ich das? Also, hast du es mindestens. Ich glaube, das ist dreimal Let's Play. Ich glaube ja. Was für eine Geschwindigkeit. Ja. Übrigens, diese Parts kommen übrigens bei beiden, also auf beiden Kanälen, also bei Ricky Mania, das bin ich, und bei Wollo Yu, das ist der andere dicke Mann, immer nicht abwechselnd, es kommt wirklich jeden Tag, also nicht jeden Tag, wir wissen auch nicht, wie wir es hochladen, wir nehmen es auf jeden Fall vorher auf. Das ist mein Auto nicht, ne? Also, das Ding aber ist halt... Wir können euch direkt ein Versprechen zu Beginn machen. Wenn ihr das seht, hier und kommt's. Wenn ihr das seht, kommt es, denn dann haben wir es schon komplett aufgenommen. Richtig, wir werden es nämlich erstmal komplett aufnehmen und dann laden wir es hoch. Wir werden es wahrscheinlich auf beiden Kanälen hochladen, werden es so machen, dass es abwechselnd laufen wird, also dass der eine
das früher hochladen darf als andere, so 2 Stunden, andere dann von mir aus 14 Uhr und andere dann 16 Uhr. Ist aber trotzdem auf beiden Kanälen läuft, weil ich glaube, dieses Hin- und Her-Geswitch ist eh für alle nervig nur als alles andere. Also wenn wir jetzt ein Part bei dem einen kommen würde und eins bei dem anderen, dann ist das halt. Dann sehen zu viele das dann nicht und richtig, genau. Verpassen ja die ganzen Stories, die es hier geben wird. Denn wofür One-on-One ja auch bekannt ist. Wir sind nicht bekannt für unser On-Topic-Gameplay, sondern Motto, wow, guck mal, wie ich hier gerade grinde. Alter, geht das ab. Und Alter, direkt in die nächste. Boah, guck und mal. B gedrückt. Stattdessen sind sie auf Start gekommen. Ich wollte B drücken, bin auf Start gekommen. Weißt du warum? Weil ich so fett bin. Mein Gott. Es ist der Wahnsinn. Oh, Mann. Wenn es so weit gekommen ist, ne? Dann ist vorbei. Wenn du den falschen Knopf drückst, weil du zu fett bist. Dann ist vorbei. Dann ist dann wirklich ist vorbei. Schluss mit obwohl mir das bei dem Switch-Controller, bei den Joy-Cons tatsächlich passiert ist. Ey, die sind aber auch, die sind so, aber auch klein. So klein, das ist der Wahnsinn. Ich habe immer noch keine Switch, möchte ich damit jetzt einmal ganz normal sagen. Ja, aber jetzt machst du ja hier mit jedem Part 100.000 Klicks, dann kannst du ja nicht. Ja, ja, jetzt kommt da wieder Geld rein, jetzt mache ich ja wieder YouTube-Videos. Ja, aber genau. Viele Leute, die auch gerade bei mir wundern, ja, sowas habe ich ja früher eigentlich öfters gemacht, hier so eine Videos. Also ich habe nicht nur einfach über Gender abgehetzt und Feminismus, sondern tatsächlich habe ich auch mal Gameplay gemacht. Und das soll ja mit One-on-One und so eigentlich sowas wieder ein bisschen wiederbelebt werden. Also wenn ihr Bock habt auf mehr sowas, schreibt's in die Kommentare. Ja, schreibt es bei Ricky rein, aber das Problem ist halt, Ricky kann eigentlich kaum ein Spiel gut. Somit ist es immer relativ schwierig, mit Ricky ein One-on-One zu machen, aber... Ja, Generation bietet wir haben halt an. Die Hoffnung, dass Generations funktionieren kann. Habe ich ja auch zuletzt erst gespielt. Also ich habe es ja tatsächlich sogar geübt. Ja, hab ich mitbekommen. Musste ich ja auch. Dass du ein bisschen was geübt hast. Ja, musste ich ja auch. Also ich habe nicht geübt. Ich mache jetzt einfach mal, dachte ich mir. Das wird ja, schon. Aber ich muss genügen. Ich wollte nicht wieder so abkacken. Generell ist Wollo besser in Videospielen als ich. Das ist einfach so. Und damit ich nicht wieder komplett abscheiße, habe ich diesmal einfach geübt vor. Ja, es ist halt nicht so verkehrt, wenn man übt. Ja, richtig. Würde vielleicht... Ja, weiß ich nicht. Wir nehmen das Spiel ja nicht am Stück auf, nehme ich an. Nee, um Gottes Willen. Vielleicht übe ich ja auch noch, wenn ich merke, ich bin ja am Ende weit hinten. Nee, du darfst nicht üben. Da kann man ja noch, können wir noch viel machen, ne? Ist ja kein Problem. Ja, stimmt. Aber ansonsten, Ricky, ne? Ja. Das war ja jetzt viel schon mal so an Informationen für die Leute hier, was ist Phase und wie geil das auch alles wird. Ja. Die rasten ja jetzt schon förmlich aus, aber die Frage ist ja nun, ja. Die uns wirklich beschäftigt. Ja, hau raus. Ich bin gespannt. Wie war dein Tag? Oh, also wie geht es dir? Also mir geht's wunderbar. Das ist schön. Ich bin ja umgezogen, viele von deinen Leuten wissen das vielleicht auch noch nicht, oder so vielleicht die YouTube-Leute generell, die Twitch-Leute wissen das eigentlich alle. Ich bin ja umgezogen von einem Wohnwagen. Wissen deine Leute eigentlich, dass ich auch umgezogen bin? Nein, du bist umgezogen? Ich bin doch auch umgezogen. Ja, das weiß ich, weiß das, aber das war jetzt, weißt du, so, lol. Was ist wow. Da so? Wollen und ich sind beide umgezogen, das ist beides alles in neuen Gefilden, wo wir das hier machen. Crazy, ne? Wir haben noch nie in diesen Gefilden zusammen aufgenommen. Tatsächlich nicht, nein. Dass wir überhaupt mal wieder zusammen aufnehmen, hätte ich nie gedacht. Ich auch nicht! Nee, ich auch nicht. Ich dachte, jetzt ist vorbei. Jetzt, wo du mit YouTube so langsam und ich so langsam und mehr so Twitch. Und ich dachte nie wieder, dass wir hier einfach nur sitzen und nicht streamen zusammen. Sondern einfach mal sitzen, offline und aufnehmen. Alter, wie oldschool. Ich komme mal mit 2015. Ist ja der Wahnsinn. So. Uns guckt gerade niemand zu. Nee. Also es ist ja wie ein normaler Ricky-Stream. Wow, fick dich. Weiß ich, wie gekränkt ich momentan bin dadurch. Fick dich, ja, wollte gerade sagen. Lieb ganz gut die Zeit. Fick dich. Eben, also bei Ricky läuft es mittlerweile, falls er noch aus der alten Zeit kommt, ich glaube im letzten One-on-One mit Super Mario World, da haben wir noch drüber geredet, wie krass du da durchhältst mit Arma, obwohl das halt überhaupt nicht läuft. Und mittlerweile geht es tatsächlich. Mittlerweile doch. Mittlerweile gab es Zeiten, da ist der Ricky richtig durch die Decke gegangen mit dem Scheiß. Mit dem Scheiß alleine. Wie man das halt so sagt. Das sagt man das so. Wo bist du, wenn ich fragen darf? Ich mach gerade mit dem modernen Sonic die Chemical Plant Zone. Ich bin jetzt gerade mit dem Classic bei. Ich hab modern schon fertig. Ja, das hab ich mir gedacht. Aber ich lass mir ja Zeit. Ja, ist auch nicht schlimm. Ich will auch den Leuten ein bisschen das Spiel zeigen. Ne? Ja, liest du auch schön die Schilder vor, mein Freund? Hörst du doch, dass ich das mache. Ja, gut. Nee, also es hat sich also tatsächlich bei uns allen so ein bisschen was getan. Also ich bin jetzt aus dem Wohnwagen ausgezogen, bin in ein Haus gezogen, zusammen mit meinen Eltern, und habe dort mir die Gartenhütte geschnappt. Für die Leute, die es interessiert, bei mir gibt es einen Roomtour dazu, da seht ihr, wie meine ganze Gartenhütte ausgebaut ist. Und die ist auch ganz schick geworden, würde ich sagen. Absolut. Absolut. Die solltet ihr euch auf jeden Fall mal... Ihr solltet auf jeden Fall mal kurz da reinsehen. Ja, definitiv. Definitiv. Ja, und der Wollo wann gibt es bei dir eine Roomtour? Ich habe ja so gesagt, ne, sobald die Küche steht, mach ich's. Und die steht jetzt?
Seit gestern steht sie. Ja, also wann kommt die Runde? Und nach dem One on One, okay. Ich tu mir schwer, weil hier ist alles so. Es ist halt nicht so wohnlich, weißt du? Es gibt dieses Gemütliche. Hast du mein Zimmer gesehen? Wenn du dein Haus so gezeigt hast, dachte ich mir, boah, voll gemütlich, ey. Aber ich wohne ja auch nicht alleine, das hat ja meine Mutter gemacht. Wenn ich hier wohnen würde, dann würde der PC hier stehen und dann. Nackig. Weiße Wände. Couch. Fernseher, das war's. Ja, aber so ist es bei mir halt auch. Ja, ist doch nicht schlimm, du bist ein einzelner Single-Mann. Jung, brutal, gut aussehen. Das war, aber. Ja, siehst du. Weiß nicht, ich will das irgendwie nicht zeigen. Keine Ahnung. Fühl mich unwohl damit. Na, mal gucken. Die Tage vielleicht. Also, wenn ihr das hier seht, kam es vielleicht schon. Ja. Wenn nicht. Wenn ihr es sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. What the fuck? Dann hatte ich halt Komplexe. Dann hat er halt wirklich Komplexe. Naja, aber es gibt schon. So ein komplex beladener Typ. Das kann ja nichts gegen machen, ne? Nee. Ja, keine Ahnung. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch den Ventilator noch vorne, Pulli. Ich werde mir noch eine Klimaanlage holen, weil es ist doch ganz schön warm in letzter Zeit. Ventilator hast du schon an? Natürlich. Echt noch nicht. Also ich habe noch gar nichts in die Richtung. Ja, du wohnst du immer. Wohnst du wieder ganz oben oder wo wohnst du? Nee. Ja, erste Etage von 5. Ja, so. Alter, besser geht's nicht. Also ganz ehrlich, auch im Haus und so merke ich das ja auch. So, wenn du unten bist, ne, es ist so angenehm. Sobald ich nach oben gehe zu meinen Eltern Schlafzimmer, komme ich vor wie eine Sauna. Es ist nicht so schlimm wie damals, wo wir Spieleschmack gemacht haben bei dir. Wo ich dachte, Alter, ich sterbe gleich. Das ist dann das hier. Ich verstehe, warum der Mann immer meckert. Es ist ja furchtbar. So. Also in meiner alten Wohnung, wenn ich da gesagt habe, mir ist heiß, dann war es auch heiß. Es war wirklich sehr heiß. Total und widerlich. Es war nicht auszuhalten. Also ich weiß nicht, wie der Mann das ausgehalten hat all die Jahre. Weiß ich auch nicht. Und es war ungefähr so warm. Wollum, kannst du dir vorstellen, war es jeden Tag bei mir im Wohnwagen. Ja, das glaube ich dir sofort, dass es im Wohnwagen auch so war. So, und jetzt ey, Ricky, pass mal auf, jetzt gehe ich erst in die Chemical Plant Zone mit Classic Sonic. Ja, ich bin schon in einem anderen Level, in den Level danach. Wieso bist du so schnell? Ich kann Sonic halt. Ich denk mal, mein Controller funktioniert hier. Ja, genau, der Controller funktioniert. Der Analogstick, die Dead Zone. Warte mal, pass auf, ich revive mal ganz kurz was. Sie hat bestimmt Delay. Nee, ich glaube, ich habe nicht die volle Geschwindigkeit, die man haben könnte. Was? Die volle Geschwindigkeit? Ja! Wollo ist nicht so ein Raser, Wollo, der genießt. Ja. Ich gewinne hinten raus, wenn die Level schwieriger werden. Ey, das habe ich jetzt schon Angst vor, ne? Vor allem den Endboss und sowas alles. Ich habe schon wieder gedacht, oh Gott, dass wir den wieder spielen müssen. Der war ja damals tatsächlich mein. Ich muss erstmal wieder gucken, wie der ging. Dann der ging irgendwie gar nicht. Das war eine. Da habe ich doch damals auch bei den schlimmsten Bossen genommen. Der ist furchtbar. Ja, der nervt mega. Das auf jeden Fall. Der Endboss ist hart kacke. Unglaublich nervig. So, danach haben wir Sonic Forces? Nein. Wie nein? Nein, einfach nein. Wir gucken dann mal, was wir machen. Wir können auf jeden Fall noch mehr machen. Wenn ihr darauf Bock habt, Chat. Chat sag ich schon. Es ist halt Gewohnheit. Es ist halt fucking Gewohnheit. Wer mehr One-on-One sehen will, drückt die 1. Ja. Wer weniger One-on-One sehen will, drückt die 2. Richtig. Und wer sich denkt, oh, ich bin voll witzig, der drückt die 3. Richtig. Und press F to pay respect. Ne? Weißt du Bescheid? Definitiv. Ja. Na, sowieso. Woher kommt das eigentlich? Ich glaube, das kommt aus einem Call of Duty. Ich glaube, ich habe da letztens ein Bild von gesehen, da standen die ja an einem Grab und da stand das halt. Bei einer Beerdigung. Und es könnte halt gut sein, dass es aus dem COD kommt. Es sah zumindest so aus. Ich weiß es aber auch nicht. Im RP war ich auch letztens auf einer Beerdigung. Im RP? Mein Gott, er kriegt jetzt immer noch mal. Was ist denn dieses sogenannte RP? Soll ich noch bisschen, das etwa soll ich noch für Roleplay? Roleplay, ja, das ist fast wie Wrestling. Es ist fast wie Wrestling, nur noch besser. Ja. Noch besser? Ihr denkt euch jetzt, das geht gar nicht. Doch. Du lach mal nicht so darüber, mein Freund, ne? Der für seinen Freund gefragt hat. Ich habe mal für meinen Freund gefragt, wie man mit Wrestling am besten anfängt zu gucken. Ja. Aber, ja, kann man machen. Ja. Okay, die muss aber jetzt auch sagen, die Classic-Version war sehr viel kürzer. Ja, die Classic-Version ist um einiges kürzer. Aber ich muss auch sagen, Classic Sonic spielt sich hier so. Hast du Forces mal gespielt? Spielt sich angenehm. Ja. Hast du Forces gespielt? Forces? Nein, habe ich nicht. Alter, Classic Sonic spielt sich. Ich wollte es erst kaufen, aber nachdem es dann hieß,
Wie scheiße das war, habe ich mir dann gedacht. Also es geht tatsächlich. Es ist von der Scheißigkeit her jetzt nicht die oberste Scheiße, aber es ist halt nicht mit Generations vergleichen. Generation, obwohl man ich mag die kurzen Level bei Sonic Forces sehr, sehr gerne, weil du dann bist halt durch. Aber ich muss sagen, dass Classic Sonic sich wahnsinnig scheiße steuert. Also wirklich wahnsinnig scheiße, ja. Aber hier steuert er sich geil, oder? Mega also, gut. Ich verstehe nicht, wie sie ihn so verkacken können. Er steuert sich ein bisschen wie Modern Sonic in 2D, nur ein bisschen schneller und er kommt nicht in Gange und ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Ich habe das Video zu Christian dazu gesehen, dachte mir, Alter, hör auf zu meckern, du alter Mann. Ne? Wie das immer meckerst du? Immer meckerst du über meinen Sonic, habe ich gesagt, weißt du? Nichts erreicht in deinem Leben und immer mal Sonic meckern. Christian ist aber auch wirklich, dass ich mir auch manchmal so denke, dass ich mir sogar denke, mein Gott. Da hab ich gedacht, Alter, weißt du nicht, weißt du, nichts erreicht, nur ein blödes Netzwerk führen und ihr meckern wollen. So. Ja, und dann meinen, den Entwicklern erzählen zu können, was die machen sollen. Aber ganz ehrlich, er hat recht. Das ist das Problem. Aber ich muss sagen, er hat ja auch ein Spiel entwickelt, also Blobcat ist cool. Ja, ich hab Blobcat nicht gespielt, muss ich sagen. Ich hatte ja damals Choo-Choo Rocket. Ja. Und Blobcat ist ja im Grunde Choo-Choo Rocket. Ja. Und ich muss einfach sagen, ich kann die Begeisterung für Choo-Choo Rocket jetzt nicht so ganz... Auch für, so ein Handy-Klo-Game, wenn du mal gar nichts zu tun hast. Wenn du gerade keine Volo-Videos guckst auf dem Klo, dann ist das ganz angenehm. Gibt es ja die ganze Zeit momentan nicht, ne? Gibt keine Volo-Videos. Nee. Musst auf dem Klo was anderes machen. Der Volo-Stream ist auch nicht immer live. Nee, und wenn, dann ist der Mann nur grumpy. Die letzten Tage habe ich eigentlich ein relativ gutes Mindset. Ich hatte jetzt zwei Streams gute Laune. Das bedeutet eigentlich, dass ich heute nicht reinscheiße. Heute wird reinschissen. Habe ich aber auch die letzten Tage verloren. Oh, die letzten Tage. Das ist doch immer so. Ne? Oh Gott. Man hat dann so ein paar gute Tage, denkt dann auch so, jetzt läuft's von der Laune her. Ja, und dann. Und dann scheißt es halt so. Das Problem ist halt auch so, dass beim MP immer gefährlich ist, weil du immer auf andere angewiesen bist, weißt du? Und wenn die anderen dann Scheiße bauen, dann verstoßen die in die Regeln, dann bist du so pisst und sowas alles, ne? Und denk mir so, boah. Und auch. Ne, einen Tag habe ich gesagt, Jungs, es tut mir so leid für den Stream heute. Es tut mir so leid. Es war heute so kacke. Es tut mir so leid. Während des Streams noch lief. Du gebaut oder die anderen? Nee, ich war einfach generell mies drauf, weil kacke irgendwie war alles. Hab ich dir erzählt ja auch. Wir waren wohl und ich meine was trinken. Zusammen. Und habe ich gesagt, was heißt kacke ist das doch. Und dann habe ich gesagt, nee, und dann fickt euch. Und nee, ich mach aus und tschüss. Aber ich bin halt so froh, das zu hören, dass es bei dir halt auch manchmal so ist. Weil ich habe immer das Gefühl, dass das nur bei mir so ist. Nein, das hat dass ich auch mal schlechte Laune im Stream bekomme. Ja, aber du hast es sehr, sehr oft. Es geht eigentlich. Aber stellen mir die Leute das auch immer. Ja, das stimmt. Dass ich schlechte Laune habe. Dann bin ich einfach nur normal drauf. Sei doch mal so weise wie Dingens. Sei doch mal immer so gut gelaunt wie Dingens. Wie wer? Das will ich jetzt nicht sagen. Du weißt wen. Ich kann es mir denken. Da kam doch immer bei dem. Immer sauer, wenn die Leute mir das sagen, bin ich jetzt richtig sauer. Du weißt, was ich meine, ne? Wenn die Leute zu dir kommen. Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Vergesst ihr denn auch immer die Anfälle von gewissen anderen Leuten? Ja. Es gibt ja noch, ne, die noch viel heftiger sind. Ja, so, genau! Meine schlechte Laune, die ist dann zwar kacke, so, ne? Klar, aber. Die ist nicht ansatzweise so schlimm, wie wenn gewisse andere Personen, wo ich dann immer hören darf, sind noch mal mehr so gut drauf wie Punkt, Punkt, Punkt. Richtig. Ne, wo es einfach tausendmal heftiger ist. Das stimmt. Aber das kriegen die meistens nicht so mit. Oder sie kriegen es mit und ignorieren es. Ich weiß es auch nicht. Die ignorieren es da einfach komplett. Also so wirklich komplett, als wenn das nie geschehen wäre. Und bei mir wird das vorgehalten. Es fuck. Ich kann ja nicht. Ist ja furchtbar, oder? Bis in alle Ewigkeit. Den Stream hattest du aber schlechte Laune, das weiß ich noch. Und vorher warst du gut drauf, da hast du gesagt, du hast gute Laune. Ja, richtig, kann doch nicht angehen, Bruno. Ja, und dann warst du ein Arschloch und dann habe ich schlechte Laune bekommen. So. Ach, ich weiß auch nicht. Ach, scheiße. Jetzt kommt ja, auch nur ein Mensch. Jetzt kommt die Mission, jetzt ist das Problem. Wie mache ich denn die Mission am schnellsten? Dann ist schon bei den Missionen. Ich habe jetzt Classic Sonic gerade geschafft. Nee, ich habe jetzt mit Modern Sonic und Classic Sonic gerade das Level durch. War Modern Sonic lang? Ja. Ganz schön. Und nervig. Puh. Puh, sagt der Mann. Ein schönes Gefühl, da vorne zu liegen, weißt du das? Mag das Gefühl. Ja, ist mal was anderes. Das Ricky mal am Anfang vorne liegt, das ist schon okay. Da muss sein. Jetzt soll auch spannend bleiben, ne? So können die Leute wenigstens noch denken, so, das ist schon spannend. Könnte ja doch noch spannend werden. Das wollen wir dann aufholen, das dauert ein bisschen. Spielt aber auch langsam, ist doch Wahnsinn, mit Absicht.
Ich weiß doch gar nicht. Ach, ich mache Ballonfieber jetzt einfach. Keine Ahnung. Ich weiß ja leider nicht, was hier am schnellsten geht. Ich mache einfach irgendeine Mission jetzt. Das Ding ist aber auch, Leute, genau diese Stellen hier hat Ricky noch geübt. Deswegen ja, ich hab weiß er hier noch Bescheid. Für mich ist das blind. Ah, nein! Scheiße. Nee, ich war ja tatsächlich bis, ich hab, ja, bis die schlechten Level anfingen, habe ich gemacht. Also Rooftop Run und so, da habe ich auch gehört. Rooftop Run. Also das aus Unleashed. Ich glaube, das kam nach Seaside Hill. Das finde ich aber noch nicht scheiße. Nein, aber es ist so lang. Level werden nachher so lang, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, wie lang die werden. Denk ich mir so, das wäre Spiel aber auch ein bisschen kurz, ne? Ja, wäre besser. Gibt ja auch, glaube ich, nur, weiß ich nicht, 9 Level, kann das sein? Ja klar, es gibt 3 Bereiche, 9 Level. Ja, diese. Wenn die alle so kurz wären wie diese, ja, wobei, ne? Ja, wobei, ne? Vielleicht schon 20 Minuten dabei, von mir aus kann das Spiel schon durch sein. Wow. Das ist kein Problem. Als ob es so schlecht gerade ist, nur weil du kacke bist. Ja, aber ich mag kurze Spiele. Ich auch, deswegen, ich bin einfach ein Fan von. Deswegen glaube ich, dass Sonic Forces eigentlich was für dich wäre. Ja, also, dass das nicht lang ist, ist für mich kein Problem. Okay, das ich hasse es, wenn Spiele lang sind. Ja, furchtbar, ne? Ja. Erneut versuchen. Willst nur, dass es endlich vorbei ist, ne? Und es hört einfach nicht auf. Dann kommen die auch noch mit extra DLCs oder so ein Shit, das noch länger auch wird. Noch. Was soll das? Ah, oh, der Dingensfight. Ah, Metal Sonic, Gottes Willen. Muss man machen, ne? Ja, wegen dem Chaos Emerald. Muss man so oder so machen. Ja. Kannst du auch später machen, aber ich würde es dir empfehlen, jetzt schon zu machen. Brauchst du wieder zurück backtracken. Ja, backtracken, in Anführungsstrichen. Keine Sorge. Ricky, wir sind aber schon mal 22 Minuten knapp, glaube ich. Ja, von mir aus können wir Pause drücken. Ungefähr, deswegen würde ich sagen, ich drück mal Pause. Du drückst auch Pause. Warte. Kann ich jetzt Pause drücken? Ja, nee, du drückst jetzt. Hab ich. Wir sehen uns gerne wieder im nächsten Part, liebe Freunde. Bis dann. Und ciao.